Ja, hallo. Jetzt möchte ich mal kurz noch mal ein paar Sachen zu dem Aufbau erklären. Und zwar ist das gar nicht schwer. Man hat die Fotobox, die haben wir in zwei Teilen. Hier unten ist die aufgebaut. Und zwar kann man das sehen. Hier, der Teil ist halt lösbar. In diesem Fall ist es nicht fest. Es wird festgemacht, es sind so Haken drin, das heißt, auf der Party kann da auch nichts irgendwie runterfallen, es kann auch keiner anheben. Das ist wirklich nur zum Transport. Ja, die Box natürlich, die ist etwas schwer, da ist halt Technik. Sollte man vielleicht zu zweit tragen, kann man auch alleine tragen, das ist auch kein Problem. Oder vielleicht nur mit einem Rollbrett, was ich auch mit anbiete dann. Dann hat man das obere Teil, das untere Teil. Man kann auch nur das obere Teil mieten, zum Beispiel auf einer etwas kleineren Party, stellt es einfach auf den Tisch und dann geht das auch. Das untere Teil ist eigentlich nur zum Hinstellen und hat natürlich auch nochmal eine schöne Hintergrundbeleuchtung. Ich zeige das mal eben hier auf dem Bild. Da sieht man es. Das ist einfach eine schöne Hintergrundbeleuchtung. Da ist ein LEDs sind hinten drin. Da vorne ist ein weißes Plexiglas, lichtdurchlässiges Plexiglas. In diesem Fall ist das Logo von uns drauf. Für Firmen ist es natürlich noch interessant, da das eigene Logo drauf zu machen für verschiedene Firmen-Events. Das bieten wir natürlich auch an. Ja, und im Endeffekt, man hat die Box so, man bekommt die so, wie sie ist. Man hat hinten einen Computer drin, den stellt man einfach an, also den macht man einen Knopf an. Das Programm wird automatisch geladen und man kann sofort loslegen. Es wird noch die Meldung gegeben, dass die Kamera anzumachen ist. Manchmal ist die noch an. In anderen Fällen macht man sie einfach an und dann ist es ja fertig und schon kann man loslegen. So einfach geht das.